Wir haben 5 richtig krasse Weihnachtsskins. Wir haben den neuen mythischen Brawler Astro. Und wir haben den neuen 10.000 Trophäen Meilenstein Brawler. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Leute, heute gibt es mal wieder ein richtig, richtig heftiges Video. Und zwar gibt es heute mal Dezember Update Ideen, Freunde. Es sind nur Ideen, wie gesagt, ne? Also keine Sorge, aber die Ideen sind ultra heftig. Wir haben nämlich als Special, Freunde, nicht nur 5 neue Weihnachtsskins, die richtig krass aussehen und einen neuen Modus, ja. Sondern wir haben auch tatsächlich als ultra krankes Dezember-Special, Freunde, weil Brawl Stars ein Jahr alt wird, 2-mal neuer Brawler, Leute. Es ist zu krank, einen mythischen Brawler und einen 10.000 Trophäen Meilenstein-Brawler dazu bekommen. Das ist richtig, richtig heftig. Ich werde euch in diesem Video auf jeden Fall alles zeigen. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like dafür, diese krassen Ideen, Freunde. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ganz einfach rein. Und zwar mit dem ersten Punkt. Ihr seht hier den Homescreen, Freunde. Was gibt es Besseres an Weihnachten als eine schöne Weihnachtslandschaft? Und so würde der Homescreen aussehen. Es ist auch richtig cool. Ihr seht ja diesen Weg quasi mit diesen Fußspuren. Der führt auf jeden Fall direkt dorthin, wo Crow aktuell ist. Und ja, ich muss sagen, das gefällt mir eigentlich richtig, richtig gut. Und ich könnte mich da so dran gewöhnen hier in der Weihnachtszeit. Vielleicht, wenn es noch die Schneeflocken bewegen würden, wäre das noch krasser. Aber das wäre schon ultra, ultra nice, Leute. Das würde ich schon ziemlich, ziemlich feiern, diesen Hintergrund. Seht ihr wahrscheinlich genauso. Und ja, schreibt mal auf jeden Fall dann auch am Ende des Videos in die Kommentare, welche Update-Idee ihr davon eben am besten findet. Und ich würde sagen, ja, wir kommen wieder mal zum alten hier zurück. Und als nächstes kommen wir dann direkt zum neuen Modus auch schon, Freunde. Denn wir haben, wie gesagt, einen neuen Spielmodus dazu bekommen. Ja, jetzt seht ihr eben auch hier den neuen Modus, Freunde. Und zwar, gebe ich nicht auf, Freunde. Ihr wisst, ich habe den schon mal vorgestellt, Duel Match. Ich will, dass dieser richtig, richtig geile Modus hier reinkommt, Freunde. Ihr seht ihn eben gerade hier links oben. Und ja, tatsächlich ist es so, muss ich sagen, Freunde, dass ich diesen Modus am allerbesten von allen Modusideen aller Zeiten finde. Ich muss sagen, der muss einfach reinkommen, weil, keine Ahnung, ich könnte mir echt vorstellen, dass vielleicht sogar Juwelenjagd dafür rausgenommen wird oder so. Also das, da hätte ich überhaupt gar kein Problem damit, weil dieser Modus einfach zu krass ist. Und ja, wie funktioniert dieser Modus genau? Es wäre was komplett Neues. Ah, danke für die Nachricht hier. Und zwar ist dieser Modus ein 1 vs 1 Modus. Im Prinzip muss man hier 3 Brawler vor dem Match auswählen, die man eben nehmen möchte. Und dann hat man 3 Leben sozusagen, ja. Das heißt, man nimmt zum Beispiel als erstes Danita, danach zum Beispiel Crow und danach Leon. Und ja, erst wenn man mit dem letzten Brawler gekillt wurde vom anderen, hat man zum Beispiel verloren. Wenn man gewinnt mit dem ersten Brawler, ist das natürlich krass, ne? Es ist, wie gesagt, so, dass man nur gegen einen einzigen anderen Spieler spielt. Das heißt, Matchmaking wird auch extrem schnell immer gehen, auch wenn man höhere Pokale hat. Und man kann hier wirklich auch Skill beweisen in diesem Game-Mode. Und das wäre auch so geil für Livestreams, Leute, wo man ein 1 vs 1 gegen Zuschauer machen könnte, was ich ja auch eh schon mache, aber ein bisschen anders halt. Und ja, das wäre ultra krass, Leute. Also dieser Modus, ich weiß, ich habe den, wie gesagt, schon ein paar Mal vorgestellt. Trotzdem muss ich sagen, dieser Modus, der muss einfach kommen. Ich denke, ihr seht es genauso, der ist zu krass. Und dann würde ich sagen, wir machen auf jeden Fall mal direkt weiter und kommen jetzt zum, zu den neuen Skins, Leute. Denn da haben wir insgesamt 5 neue Weihnachtsskins und die sind auch extrem nice. Und zwar schauen wir einfach mal direkt uns den allerersten Skin an. Wir haben als erstes den Weihnachtskugel-Tick. Der ist ultra, ultra witzig, Freunde. Also dieser Weihnachtskugel-Tick passt einfach extrem gut zu Weihnachten. Tick hat eh noch keinen neuen Skin. Und das würde einfach extrem krass passen, Freunde. Er schießt diese Tannenbaumkugeln quasi raus. Und ja, ansonsten sein Kopf natürlich auch so eine riesige Kugel, sag ich mal, die an so einem Baum hängt, sag ich mal. Noch diese Glocken um den Hals, das sieht einfach so krass aus. Der muss auf jeden Fall ins Game kommen, Freunde. Da wäre ich auf jeden Fall dafür. Dann haben wir noch einen richtig, richtig krassen weiteren Skin. Und zwar den Lebkuchenhaus 8-Bit. Guckt ihn euch einfach mal an. Wie krass der einfach zu Weihnachten passen würde. Mit seiner Kanone, die so ein bisschen an diese Zuckerstangen erinnert. Dann er einfach nicht als Game-Automat, sondern als Lebkuchenhaus, Leute. Wie krass ist das? Und ja, seine Schuhe sind so riesige, Pantoffeln, so rote. Sieht einfach zu krass aus. Und dieser Schornstein vor allem. Das ist das allerkrasseste an diesem Skin. Und ohne Witz, den würde ich mir auch für über 300 Gems holen, weil der ist auf jeden Fall richtig krass. Und finde ich, könnte auch so ein teurer Skin mal sein, aber der echt cool ist als Special Weihnachtsskin. Wenn man den dann hat, so in einem Jahr oder so, dann ist es halt immer noch was ganz Besonderes, sage ich einfach mal.
Den würde ich also auch extrem krass finden. Und wir kommen direkt weiter, und zwar ein neuer Sandy-Skin, und zwar Eskimo-Sandy. Ja, der ist auch mega nice, Leute. Der wird auch ultra, ultra gut zu Weihnachten passen, wie ihr schon sehen könnt. Hier auf jeden Fall in dem Eskimo, sag ich mal, in dieser Eskimo-Kapuze, die ja so ein bisschen typisch ist. Gut, man muss jetzt sagen, man kann den ja auch anders nennen. Es muss nicht unbedingt Eskimo heißen. Man kann jetzt auch sagen, einfach irgendwie Winter-Sandy oder so. Das würde auch ganz gut passen, ne? Aber der Name ist auf jeden Fall, ich meine, der Skin an sich ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und würde auch ziemlich, ziemlich gut zu Sandy passen, muss man echt sagen. Und wir haben noch einen weiteren Skin, und zwar hier den Barley Claus. Also es ist nicht Santa Claus, sondern Barley Claus. Den haben einige schon gesehen auf meinem Kanal, den habe ich schon mal gezeigt. Auch weil der echt mega gut aussieht und zu Weihnachten passt. Und ja, Supercell bringt gerne Barley Skins raus. Also warum nicht ein Geschenke-Sack werfender Barley als Weihnachtsmann? Das ist doch eigentlich eine ziemlich, ziemlich gute Option. Und dann würde auch Supercell zufrieden sein. Die haben wieder einen neuen Barley-Skin. Aber wir haben noch einen Skin. Und zwar Spion Ems, Leute. Ihr seht ihn jetzt hier. Richtig, richtig krass. In diesem schwarzen Outfit würde das ultra gut zu Ems passen, muss ich echt sagen. Wäre halt mal was komplett anderes. Anstatt der normalen Ems. Und man kann auch diese ganzen Animationen so anpassen, dass sie nicht eher Selfies von sich macht, sondern sich eher tarnt vielleicht oder mit so Gadgets halt irgendwie, mit so Technik-Gadgets, Digga, was ist gerade los, rumhantiert mit so, keine Ahnung, mit so Lasern oder irgendwas. Das wäre auf jeden Fall mega, mega cool und kann sich vielleicht mit diesem Spray so unsichtbar machen oder so. Ja, okay, wäre auf jeden Fall krass. Muss man auch sagen. Das sind die 5 neuen Skins, Freunde, die ich mir auf jeden Fall wünschen würde. Ansonsten, Freunde, habe ich auch noch natürlich einen weiteren Wunsch. Und zwar blende ich den ein in 3, 2, 1, go. Und zwar seht ihr jetzt hier, Freunde, ja, natürlich, der gute alte Leuchtnase der Nita-Skin, der muss natürlich zurück, Freunde. Denn, krasser geht's natürlich nicht, als diesen geilen der Nita-Skin nochmal zu haben. Den würde ich mir also auch nochmal zurückwünschen in Brawl Stars, dass ihr Bescheid wisst. Ich denke, das geht euch genauso. Genau, und kommen wir auf jeden Fall jetzt zu den neuen Brawlern. Und zwar als erstes zu dem mythischen Brawler Astro. Genau, Leute. Und zwar haben wir hier den mythischen Brawler Astro hier in der Übersicht, Freunde. Was kann dieser Brawler eigentlich? Im Prinzip ist es ein Roboter. Und ihr seht jetzt, er wirft als Main Attack Gasbomben. Also er wirft Gasbomben quasi vor seine Gegner. Und die machen, je länger sie eben an Ort und Stelle bleiben, mehr Schaden. So ähnlich wie Ems Attacke. Allerdings hätte er auf jeden Fall nicht so eine Range, sondern vielleicht so um sich rum oder sowas. So ähnlich, das wäre auf jeden Fall cool. Und man muss es sogar nicht als Werfer verpacken wie Barley. Man kann so ein, ja, man kann echt was Cooles machen. Aber seine Super-Leute, die finde ich ultra krass. Und zwar kann er, also die heißt Hover, und damit kann er sich quasi fast teleportieren. Man kann ultra, ultra schnell von einem Ort zum anderen eben gehen, keine Ahnung. Also man könnte diese Super quasi steuern und man sagt, okay, ich will jetzt so ultra schnell von Punkt A zu Punkt B. Das wäre einfach ultra krass und würde echt Bock machen. Also nicht eine Teleportation, aber so ähnlich. Und ja, das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser, mythischer Brawler, Freunde, der mir sehr gefallen würde. Ihr wisst Bescheid, Freunde, aber wir kommen jetzt nochmal zum Trophäenfahrt-Brawler, der ultra krass ist, Leute. Lord Barclay heißt der. Und ja, ihr wisst ja vielleicht, ne, der Trophäenfahrt wurde ja in letzter Zeit ziemlich, ziemlich oft angepasst. In den letzten 4 Updates hatten wir zum Beispiel Tick dazu bekommen. Bei 4000, bei 6000 8-Bit, dann bei 8000 eben Ems. Und ja, der Trend setzt sich fort. Ich denke, bei 10.000 Trophäen wird jetzt ein neuer Brawler dazukommen. Der zweite in einem Update. Wie krass ist das bitte? Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Genau, und zwar haben wir hier den neuen Trophäenfahrt-Brawler Lord Barclay. Oh mein Gott, Freunde. Also tatsächlich habe ich gerade diese Animation, die ihr sehen könnt, selbst erstellt. Ist auf jeden Fall mega cool geworden, finde ich. Der Brawler ist aber natürlich nicht von mir erstellt. Sowas kann ich nicht. Und ich zeige euch gleich dieses krasse Brawler-Konzept von Lord Barclay. Das passt einfach jetzt schon so gut ins Spiel rein von seinem Design her. Und wir schauen mal, was dieser Brawler eben genau kann und wie er so genau aussieht. Ja, hier könnt ihr den Brawler nochmal sehen, Freunde, in der 360-Grad-Ansicht. Alter, sieht der krass aus, ohne Witz. Auf jeden Fall auch dieses 3D-Design ist so gut gemacht hier wirklich, Leute. Ihr könnt hier einfach mit der Maus das euch selbst anschauen. Das ist, wie gesagt, in der Beschreibung verlinkt. Auf jeden Fall das Design mega cool, Leute. Er hat hier diesen Säbel sozusagen. Seine Mütze, sag ich mal, die so an diese
an diese amerikanischen, sag ich mal, so Benjamin Franklin, wenn ich mich da jetzt nicht täusche, erinnert, also an, ja, an diese früheren Zeiten auf jeden Fall. Ist aber echt richtig cool gemacht, Leute. Passt auch ultra gut zu Brawl Stars dazu, finde ich, so vom Design her, der Brawler. So würde der Brawler dann eben in Brawl Stars aussehen. Auch da sieht er richtig krass aus. Und ihr seht schon, er hat eine Waffe, eine zweite Waffe in der Hand. Was kann dieser Brawler eigentlich genau? Im Prinzip ist es ganz einfach. Er hat einen, so ein Säbelschwert oder so ein Stichschwert. Keine Ahnung, ein Fechtschwert ist das natürlich. Keine Ahnung, Freunde, ich bin da ein bisschen lost, was das angeht gerade. Und ja, das ist seine Hauptattacke. Mit diesem sticht er die Gegner zu, also ist eher so ein Nahkämpfer. Und sie kriegen so einen leichten Knockback bei jedem Schlag, aber nicht viel, weniger als bei Bibi. Und ja, das wäre so seine Main-Attacke. Und als Ulti würde er seine goldene Waffe rausholen. Das ist ein richtig, richtig schmerzhafter Schuss, sag ich einfach mal, aus seinem Revolver. Denn das wäre nur eine einzige Patrone zwar, aber die würde enorm viel Schaden machen und auch durch mehrere Gegner durchfliegen. Allerdings die Range wäre nicht so groß. Also man muss sehr, sehr gut treffen. Dann macht diese Patrone aber auch extrem viel Schaden, so ähnlich wie die Shelly, wie die Waffe von Shelly. Mittlere Reichweite, würde ich sagen. Das wäre ultra krass, Leute. Genau, so sieht er dann nochmal auch auf jeden Fall aus, wenn er gerade, sag ich mal, nach vorne seinen Arm hebt. Auf jeden Fall mega cool. Der das gemacht hat, ist wie gesagt auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Wird jetzt eingeblendet, wie er eben heißt. Leute, checkt ihn wirklich ab. Das ist ultra gute Arbeit, die er da gemacht hat. Und es wäre mega cool, wenn ein paar vielleicht rüberkommen, irgendwie ein Like da lassen auf seine Arbeit. Leute, würde mich sehr freuen. Ja, und dann würde ich sagen, Leute, schreibt unbedingt mal in die Kommentare, welche Änderung fändet ihr am krassesten im neuen Dezember-Update. Und lasst wirklich nochmal ein Like da für diese heftigen Ideen. Ihr seht noch hier mal den neuen Hintergrund eben. Und wie gesagt, der neue Brawler einfach zu krass, Leute. Wäre so nice, wenn der ins Spiel kommen würde. Und damit würde ich sagen, das war's dann für heute mit dem Video. Und ciao. Flow like water, so I'm going mainstream.